Hallo, herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Spielsklave, dem Videoformat, in dem du bestimmst, was ich programmiere. In der letzten Woche habe ich dir drei Abstimmungen zur Verfügung gestellt und das ist das Ergebnis. Wie wir an den Prozenten sehen, ganz klar, der Dämon soll zu Stein erstarren, wenn er in das Schwein fährt. Das kann man genauso stehen lassen und das habe ich dann auch genauso umgesetzt. Und ihr wolltet noch viel eindeutiger, dass wir eine freie Bewegung haben, also dass wir uns nicht auf Kacheln bewegen und feststehen, sondern dass wir uns wie in den meisten Spielen komplett frei oben und diagonal bewegen können. Und zu guter Letzt, auch wieder sehr eindeutig, Erkundung. Das heißt, wir haben allein von der Konfiguration ein klassisches Action-Adventure à la Zelda. Unsere Aufgabe ist es jetzt natürlich, das ganze Ding so individuell zu gestalten, dass man sagt, ja, das ist ein Action-Adventure, aber nicht sagt, das ist ja wie Zelda. Das ist gar nicht so einfach und man muss dazu sagen, sollte man mit einem Zelda verglichen werden, ist das ja eigentlich auch schon Lob. So, gucken wir uns jetzt mal so ein bisschen den Code an. Ich habe wirklich viel geändert und zwar habe ich jetzt angefangen, die Physics zu implementieren. Was machen die Physics? Die sind dafür zuständig, dass Sachen runterfallen. Jetzt haben wir natürlich die Kamera von oben, da fällt nichts runter. Aber gleichzeitig ist die Physics dafür verantwortlich, dass wir gegen Wände gegengehen können oder nicht durch sie hindurchgehen können. Da bietet mir Phaser eigentlich schon eine Physics Engine an, die nennt sich Arcade Physics, die ist immer mit drin, die ist aber relativ einfach. Die benutze ich auch bei Wedding Adventure und zwar gehen da nur Boxen, das heißt nur Vierecke. Und ich wollte aber, wenn wir schon so einen Top-Down-Action-Adventure machen, auch Schrägen drin haben, wie man das halt eben aus dem Super Nintendo-Variante von Zelda kennt. Und demzufolge musste ich eine andere Physics-Engine nehmen und da habe ich mich für Ninja entschieden. Die ist nämlich genau auf solche Sachen spezialisiert, dass man eben Schräge hoch und runter und kugelige Sachen, solche Sachen. Das heißt, wir könnten theoretisch dann im Spiel selbst noch Minispiele, die auf richtiger Physik basieren, implementieren. Das ist cool. Das hat allerdings ganz schön viel Arbeit bedeutet. Wir können ja mal in den Gamecode, sind wir schon drin. Gucken wir uns einfach nur mal kurz das bisschen hier an. Hier sehen wir die Physics, Ninja, Enable. Da sage ich einfach hier, Ninja, werd mal Enable. Und hier sage ich, du bist eine Box. Ich hätte theoretisch auch einen Kreis nehmen können, hatte ich auch am Anfang, weil ich dachte, ein Kreis, der kann sich besser um Dinge rumwinden, weil er ja keine Kanten hat. Allerdings hat Ninja, ist teilweise doch noch ein bisschen creepy, weil es zwar Kollisionen zwischen Boxen erlaubt und Boxen auf bestimmte Slope, also Schrägen und auch Kreise auf Schrägen, aber nicht Boxen auf Kreise. Und das geht nicht, weil dann könnten sich die Objekte selbst nicht verfehlen. Die würden sich dann verfehlen. Also musste ich auf komplett Boxen zurückgehen und die Boxen können sich jetzt auch hin und her schieben, was wir auch gleich sehen werden. Wir sagen im Ganzen, er soll nicht bouncy sein, das heißt, wenn er irgendwo gegenrennt, soll er nicht zurückfliegen. Er soll nicht draggy sein, das heißt, wenn ich loslasse, soll er stehen bleiben. Und er ist immovable, das bedeutet, dass er an sich nicht von Physics allgemein geändert werden kann, genau. Sondern nur von mir per Code, weil für eine präzise Steuerung ist in dem Fall so etwas wichtig. Ich habe viele neue Animationen gemacht, und zwar wie er zu Stein wird und wie er von dem steinernen Status wieder zurück in seinen lebendigen geht. Das gucken wir uns auch gleich an. Dazu habe ich dann eine sogenannte, ich habe das Objekt Shell genannt, das ist die Hülle aus Stein, die habe ich extra, das ist ein extra Objekt. Das heißt, wenn wir zu Stein werden, wird der Player-Charakter ausgeblendet. Es entsteht genau dort ein zu Stein gewordener Charakter, der aber nicht der Charakter ist, sondern es ist diese Shell. Die können wir mit dem Schwein umherschießen und dann direkt wieder uns daraus befreien. Das heißt, die Shell zerfällt und der Charakter ist genau dort, wo eben noch die Statue stand von ihm. Das sieht gar nicht so viel aus jetzt an Veränderungen, aber es hat wirklich, also über sechs Stunden habe ich dafür gebraucht. Es hat tatsächlich wenig Spaß gemacht, aber na gut. Ich hatte auch mit dem Schwein hier ein paar Probleme, dass er hinterher rennt. Das hat ein bisschen gewackelt, gezittert und ich hoffe, ich habe einigermaßen rausgekriegt. Ist nicht, noch nicht perfekt, kommt erst noch. Ich hoffe, ich schaffe das. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Und hier gibt es die erste Veränderung. Viele von euch, bestimmt zwei, haben noch gesagt, warum pusht du das ganze Ding nicht auf GitHub? Was ist denn GitHub? GitHub ist eine offene, eine Internetseite,
wo man seinen Code hochladen kann und dieser Code wird dort verwaltet. Was heißt verwaltet? Das heißt, ich kann jederzeit auf einen früheren Code zurückspringen, wenn ich was kaputt gemacht habe. Und du kannst nachvollziehen, welche Änderungen ich dann im Code gemacht habe. Und deshalb dachte ich mir, ja, okay, dann mache ich das so. Hier siehst du auch schon, das ist die GitHub, das Repository. Also was heißt ein Repository eigentlich auf Deutsch? Und hier siehst du einen kleinen Text, den ich geschrieben habe, der das ganze Projekt erstmal beschreibt. Englische Version gibt es auch, die ist natürlich von unsägbar schlechtem Englisch geprägt, aber na gut. Und dort kannst du, mir wurde erzählt, ist immer super, wenn man hier auf diesen Star klickt und sagt, hier, gefällt mir. Und wenn das ganz viele sagen, dann werden andere Leute darauf aufmerksam und dann kann es passieren, dass wir super, super krass Fame sind. Aber wer weiß das schon. Genau, und hier kannst du dich dann durch den gesamten Code crawlen sozusagen. Klicke ich mal hier auf Game. Dann haben wir in JS die ganzen JavaScript-Files. Kannst du auch aufgehen. Und dann hast du hier die Game.js, in der ich auch gerade drin war. Und die kannst du dir dann hier angucken. Über diese GitHub-Seite ist alles auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kommst du natürlich auch zum Spiel. Der direkte Link ist auch drin und der sieht aus wie vorher. Und hier haben wir unser Spiel, wird geladen. Und dort ist also jetzt alles so ein bisschen umgezogen, aber es fällt dir eigentlich, wenn du nur das Spiel spielst, nicht auf. So, jetzt haben wir hier mal eine größere Version vom Spiel und da sind wir ja. So, du siehst, ich habe schon eine kleine Map gebaut, die habe ich auch implementiert, damit wir eben testen können, dass wir irgendwo gegengehen können oder eben nicht irgendwo gegengehen können. Ah, ich sehe jetzt hier, wenn ich hier gegengehe, kann ich nicht nach oben gehen, das ist auch interessant, muss ich noch fixen. Wenn ihr Bugs entdeckt, könntet ihr auch bei GitHub direkt posten und sagen, hier, ich habe einen Bug, ein Issue gefunden. So, jetzt werden wir mal zu Stein. Wir sind zu Stein. Oder ich bin das Schwein. Die Kamera geht noch nicht hinterher, das ist noch Absicht. Und wir sehen, wir können unseren kleinen steinernen Dämon auch schon rumschieben. Und jetzt kann er wieder zurück. Und da sind wir wieder. Jetzt ist natürlich die Kamera gesprungen, jetzt sah ein bisschen doof aus. Jetzt hat man hier, zack, und so. Diese Animation hat mich 2 Stunden gekostet. Oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Aber ich denke, die ist ganz in Ordnung geworden. Momentan liegen die Steinreste noch rum. Die könnten noch ein bisschen schöner gemacht werden. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich die rumliegen lassen möchte oder ob ich sie verschwinden lassen möchte in der Weile. So. Und vielleicht ist es dir aufgefallen, ich habe das Schwein in der Vorder- und in der Hinteransicht ein bisschen kleiner gemacht. Weil es mich dann doch gestört hat, dass wenn man von der Seite nach vorne geht, dass der Größenunterschied zu doll ist. Und jetzt denke ich aber, ist es besser als vorher. Ja, das sind unsere Neuerungen. Jetzt kommen wir zum wieder mal spannenden Teil, und zwar zur Abstimmung. Du hast diesmal 3 Abstimmungen zur Auswahl und einige fragen sich immer, ja, wie stimme ich denn jetzt ab? Hier oben in der Ecke ist ein I für Information oder Infokarte. Da klickst du drauf und da kommen dann alle 3 Abstimmungen raus und da kannst du einfach anklicken und fertig. Ganz einfach. Ja, musst du auch erst lernen, sage ich in jedem Video an, wenn ich es nicht vergesse. Und die erste Abstimmung ist wissenschaftlicher Fortschritt. Das bedeutet, in was für einer Welt werden wir uns bewegen? Entweder wir sind sehr klassisch, Magie, mittelaltermäßig, dann kommen wir technologisch ins gleiche Zeitalter wie die Zelda-Spiele, in denen es ja auch nur Magie gibt und maximal vielleicht Feuer und der Rest und Bücher gibt es halt auch, aber es ist ja nicht in dem Sinne Technologie. Oder wir haben Magie und es sind die Anfänge oder wir sind schon so ein bisschen mit bei, die ersten Leute haben es schon Dampfantrieb, das heißt, es kann Züge geben eventuell oder mit Dampf betriebene Loren. Das heißt, da könnte man direkt in Dungeons von Gebrauch machen, dass man sagt, okay, wir haben hier einen Dungeon, der sich auf dampfbetriebene Sachen spezialisiert und Zahnräder und also typisch Steampunk gehört dazu. Das wäre dann so ein erweitertes Mittelalter-Setting. Oder sind wir sogar schon so weit, dass wir Dampf schon längst etabliert haben, aber wir fangen jetzt langsam an, Elektrizität für uns zu nutzen. Das heißt, wir haben solche relativ verrückten Sachen drin, wie zum Beispiel, wir könnten eine Art Frankenstein-Charakter machen, der versucht, Leben zu erschaffen. Wir haben vielleicht die ersten Anfänge von elektrischem Licht sogar. Und wir können sagen,
Wir können es so verquirlen, dass man zum Beispiel einen Gameboy finden kann, in dem man kleine Minispiele spielen kann. Also dafür wäre Elektrizität da. Oder es ist viertens, das ist auch sehr interessant, ich nenne es mal 4000 Jahre später Technologiereste. Das heißt, es gab bereits eine Hochkultur, aber diese ist seit über 4000 Jahren, meinetwegen durch einen Krieg, durch eine Pest, durch irgendetwas verloren gegangen. Und es gibt nur noch wenige Leute, die einigermaßen damit umgehen können. Das heißt für uns, wir sind so ein bisschen zurück ins Mittelalter, haben vielleicht Anfänge, flüchtige Sachen von Batterien, von Golems, die sich bewegen können. So ein bisschen ist Technologie, so fortgeschrittene, auch ein bisschen Magie. Also da lässt sich alles gut kombinieren. Und wir haben, wenn wir wenn wir zum Beispiel in einen Dungeon müssen, können wir sagen, oh, dieser Dungeon ist über 4000 Jahre alt, wir wissen nicht, was uns hier erwartet. Und solche Geschichten. Jetzt muss man dazu sagen, eigentlich ist das alles das Gleiche von der Mechanik her. Das ist wirklich nur Setting. Das heißt, wir könnten jede Mechanik in jedes Setting irgendwie einbauen. Weil was sich dann nicht mit Dampf erklären lässt, lässt sich mit Magie erklären. Das ist also tatsächlich nur eine repräsentative Frage. Also da kannst du dich jetzt frei entscheiden. Ist vielleicht gar nicht so einfach die Entscheidung. Ich bin gespannt. Die zweite Umfrage ist: Was ist denn unser erster Gegner, den ich jetzt einfach mal implementieren soll? Ist es klassisch ein Schleim? Ob der jetzt Augen hat, einen Mund hat, wird es denn mir überlassen, wie ich das halt hinkriege. Der wird halt natürlich noch einfach zweimal hauen, dann ist der weg. Das heißt, ich werde auch jetzt endlich die Schwertmechanik implementieren dürfen. Oder ist es ein kleiner Hoppelhase? Das wird dann entweder ein böser Hase sein oder ein lieber Hase. Wir sind ja ein Dämon, das heißt, in uns steckt auch irgendwo das Böse und wir können uns daran ergötzen, etwas Gutes zu töten. Daraus kann man dann wieder interessante Mechaniken machen, denn je mehr Gutes wir töten, desto mehr böse werden wir. Je mehr böse wir töten, desto gut werden wir oder vielleicht auch nicht. Mal gucken. Und das dritte ist ein bisschen kurios, aber warum nicht? Ein noch nicht ganz ausgeschlüpftes Ei, aus dem aber schon Füße rausgucken. Das wird dann ein bisschen wirr umherrennen und ja, so habe ich mir das gedacht. Da kannst du also abstimmen. Und die dritte Frage hat nichts mit dem Spiel zu tun, sondern mit diesem Videoformat. Und zwar möchte ich von dir wissen, soll alles so bleiben wie bisher? Das heißt, wir haben am Anfang immer die Auflösung und danach erkläre ich den Code. Weil dieser Code-Abschnitt, der macht das Video lang. Und vielleicht findest du das gut, dass ich dir Code zeige und ein bisschen erkläre. Vielleicht interessiert dich daran Scheißdreck. Weil, wenn wir jetzt sagen, okay, 80% interessieren sich eigentlich gar nicht für den Code, sondern nur für das Spiel, dann können die anderen 20% ja ohne Probleme bei GitHub gucken, wie der Code neu ist. Also entweder mit Code erklären oder im Grunde nur noch kurz sagen, was ich implementiert habe und das gleichzeitig zeigen. Das heißt, das Video wird kürzer. Das ist komplett dir überlassen. Ich mache beides, denn ich kann nahezu unendlich lange Monologe halten. Dir wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren, beim Weitererzählen. Guck doch auch mal auf meinen ganzen Social-Media-Plattformen vorbei und vielleicht erzählst du auch ein paar Leuten von dieser Videoreihe oder von dem Spiel oder teilst es. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.